Hi, ich bin Daniel und heute gibt's das Review zu den Amazon Basics On-Ear-Kopfhörern. Viel Spaß! Für mich sind es die ersten On-Ear-Kopfhörer und ich sollte dazu sagen, dass ich ein sehr starker Sennheiser-Verfechter bin. Wie ihr das von mir schon gewohnt seid, fange ich mit der Verarbeitung an. Das Kopfhörergestell besteht aus schwarz-mattem Kunststoff. Durch kleine Muster und glänzende Kreisen gibt es aber ein bisschen Abwechslung. Es wird versucht, durch einen weichen Kunststoff im Kopfband den Druck auf den Kopf zu entlasten. Bei mir funktioniert das leider nicht wie gewollt, da dieser schon beim Eigengewicht von 128 Gramm nachgibt. Die Ohrpolster geben nicht so schnell nach und sind mit Kunstleder überzogen. Die beiden Ohrmuscheln kann man insgesamt um ca. 60 Grad drehen, damit sie in die mitgelieferte Tragetasche passen. Mir persönlich drücken die Kopfhörer nach einer gewissen Zeit etwas zu stark auf den Ohren. Durch den starken Druck wird aber auch die Abschirmung nach außen verstärkt. Das müsst ihr am besten selber ausprobieren, jeder hat einen anderen Kopf. Die 236mm Treiber bieten laut Hersteller einen Frequenzbereich von 12 Hz bis 22.000 Hz. Fakt ist aber, dass Kinder sogar nur 20 Hz bis 20.000 Hz wahrnehmen und im Alter der Bereich sogar noch kleiner wird. Um den Ton bestmöglich testen zu können, habe ich den Kopfhörer an mein USB-Interface angeschlossen und einige Lieder auf Spotify angehört. Aufgefallen ist mir bei Rap, dass die Höhen manchmal zu hoch hinausgehen und sich das dann nicht mehr ganz so gesund anhört. Tiefe Töne haben viel Druck, bei Dubstep ist es auch sehr angebracht, nur für meinen Geschmack ist es leider ein bisschen zu viel. Falls ihr Mettler seid, dürft ihr nicht zu hart headbangern, da der Kopfhörer sehr leicht vom Kopf rutscht, also aufpassen. Das Lied Time von Hans Zimmer kommt auch mit den Kopfhörern sehr gut rüber und es ist immer wieder sehr eindrucksvoll, wie episch das Lied ist. By the way, Hans Zimmer macht eine Deutschlandtour. Um ein kurzes Fazit zu ziehen, die Verarbeitung ist gut, die Ohrmuscheln drücken mir zwar etwas zu stark auf die Ohren und für meinen Geschmack könnte der Bass sich ein bisschen zurückhalten, aber für den Preis zwischen 10 und 15 Euro ist das Preis-Leistungs-Verhältnis einfach mehr als nur sehr gut. Wenn ihr also auf der Suche nach On-Ear-Kopfhörern seid, schaut es euch unbedingt an, alle Links natürlich in der Beschreibung. Und damit war es auch mit dem kleinen Review. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dürft ihr es gerne mit einem Daumen nach oben bewerten. Wenn nicht, ihr wisst, was zu tun ist. Und ja, ich würde sagen, ciao, bis im nächsten Video. Man sieht sich.